Vorratsdatenspeicherung. Das klingt so gemütlich nach Speisekammer. Nur, dass der Staat statt eingelegter Gurken etwas ganz anderes für schwere Zeiten einlagern will. Die Daten sämtlicher Telefon- und Internetverbindungen aller Bürger. Übrigens ganz ohne konkreten Verdacht. Zum Beispiel, wann und wie oft sie im Internet sind. Wem sie wann eine E-Mail schicken und wer ihnen mailt. Wen sie wie lange und wie oft anrufen und wer sie wie lange und wie oft anruft und an welchem Ort sie sich dabei aufhalten. Und wer darf die ganzen Datenvorräte nutzen? Polizei, Staatsanwaltschaft, Nachrichtendienste. Aber auch zum Beispiel die USA oder lupenreine Demokratien wie Russland, Albanien oder Aserbaidschan. Und warum soll gespeichert werden? Weil die Europäische Union islamistischen Terror rechtzeitig erkennen will. Das ist doch ein wichtiger Grund. Wenn man mit Vorratsdatenspeicherung nur ein einziges Menschenleben retten kann, rechtfertigt das alles. Genau. Und wenn man mit einem Alkoholverbot auch nur ein einziges Menschenleben retten kann, muss man auch sämtliche Kneipen schließen. Aber man muss doch alles tun, was möglich ist, um Verbrechen zu bekämpfen. Das sagen sie alle. Studien sagen aber, Vorratsdatenspeicherung sorgt nicht für mehr aufgeklärte Fälle. Ist ja auch klar, anonym surfen oder telefonieren ist nun wirklich keine Hexerei mehr. Aber wer nichts zu verbergen hat, braucht auch nichts zu befürchten. Aber wer nichts zu verbergen hat, braucht ja auch nicht überwacht zu werden, oder?